Ja, und damit schon mal herzlich willkommen in unserem Livestream. Bevor wir live in das Bild reingehen, melde ich mich jetzt noch ganz kurz zu Wort. Liegt einfach daran, dass wir jetzt gerade durch einen kleinen technischen Fehler unser iRacing auf dem Streaming-Computer abgeschossen haben und jetzt nochmal neu rein müssen. Ich hoffe, wir sind da auch rechtzeitig bis zum Start gleich drin. Ja, unser erster Fahrer wird Robert sein. Der sitzt jetzt schon kurz in diesem freien Training, das noch läuft. Das Ganze fing um 15 Uhr an, geht jetzt bis 15:30 Uhr. Das heißt, in rund einer halben Minute wird eigentlich schon die Gridphase eingeläutet. Das werden dann nochmal circa 2 Minuten sein, in der sich dann die Autos auf der Döttinger Höhe sammeln und das Ganze dann auch losgehen wird. Auf unserem Serversplit, hat mir Robert vorgesagt, haben wir es geschafft, einen dritten Startplatz rauszuholen. 52 Fahrzeuge sind insgesamt mit dabei. Alles GT3-Fahrzeuge, also die GT3s sind wieder einmal in der Überzahl, bei iRacing. Natürlich möchte immer jeder irgendwo das schnellste Fahrzeug fahren. Wir sind mit unserem AMG Mercedes mit dabei und freuen uns jetzt dann hoffentlich auf ein fehlerfreies Rennen, denn wir haben ja noch so eine kleine Rechnung vom letzten Jahr offen, als man uns dann in der Nacht abgeschossen hat. Ja, was ist neu bei iRacing? iRacing kommt in diesem Jahr zum 24-Stunden-Rennen erstmals auch mit einem flüssigen Tag- und Nachtwechsel auf uns zu. Und wir haben das ja schon mal bei unserem Daytona-Start im Januar erleben dürfen. Besonderheit da war allerdings noch, dass die Strecke eine Flutlichtanlage hatte. Das haben wir jetzt am Nürburgring leider nicht. Das heißt, jetzt müssen wir auch damit zurechtkommen, dass es in der Nacht wirklich richtig dunkel ist und iRacing hat eine sehr dunkle Nacht. Das wird also so ein bisschen die Herausforderung, da schadensfrei durchzukommen. Allgemein natürlich 24 Stunden schadensfrei durchzukommen. Wir wissen alle, auch im letzten Jahr, die ganzen Serverprobleme, die bei iRacing immer wieder auftreten. Auch in Le Mans bei unserem Start gab es die immer mal wieder. Deswegen hoffen wir mal, dass es jetzt gut geht. Startplatz 3 hilft uns natürlich im Falle eines Lags, dass wir hoffentlich gut und sauber vorne durchkommen und nicht wieder plötzlich irgendwo in welche Autos reinfahren, die wir gar nicht sehen können. Das bringt uns natürlich ein bisschen Sicherheit rein. So, es geht jetzt gleich los ins Rennen und ich glaube, wenn ich so den Ladebalken bei iRacing ansehe, der langsam ein bisschen anfängt zu stocken, dann sollten wir auch relativ kurzfristig mit dazukommen und vielleicht doch noch rechtzeitig zum Rennstart reingehen. Hoffen wir, dass der Server hält, hoffen wir, dass es dann auch ein bisschen spannend gleich zum Beginn wird. Robert wird den ersten Turn fahren, beziehungsweise gleich einen Doppelturn. Circa 2 Stunden Fahrzeit bei einem Doppelturn sind das, die man dann durchhalten muss. Und ja, zwischen 14 und 16 Runden, je nach Spritverbrauch, wird man dann schaffen. Drückt uns die Daumen. Wir sind hoffentlich bis morgen 15:30 Uhr dann mit dabei. Die Hand ins Feuer für legen möchte man nicht, auch dass der Stream wirklich dann durchhält, weil das ist ja immer so eine Sache mit unserem Streaming. Wenn wir merken, dass die Performance bei iRacing leidet, dann müssen wir den Stream natürlich leider abschalten. Vielleicht eher sogar noch, wenn andere fahren, als wie wenn man selber fährt, beziehungsweise wenn man selber fährt, das werde ich jetzt machen, weil ich den Streaming-Computer hier bei mir habe. Dann ist es mir natürlich wichtiger, dass ich lieber auf der Strecke bleibe und werde dann erst das Streaming wieder aktivieren, wenn andere fahren, weil wenn dann irgendwas ruckelt, ist mir das erstmal egal, weil das ruckelt dann nur bei mir und nicht bei anderen. In diesem Sinne würde ich sagen, halte ich jetzt erstmal die Klappe und gehe hier aus diesem Audiokanal raus und melde mich dann später nochmal und ich hoffe, dass wir jetzt gleich mit Live-Bildern dann dabei sind.
Tja, und wie es immer so schön ist, leider hat es nicht ganz zum Rennstart gereicht. Dennoch sind wir jetzt live drin. Der Rennstart auf der Grand Prix-Strecke ist schon erfolgt. Robert auf Platz 2 momentan liegend, diplomatisch Nochmal, zurückgehalten, dass wir uns natürlich jetzt erstmal sortieren und das Ganze dann durchgehen lassen. Denn 24 Stunden sind lang und jetzt heißt es erst einmal mitfahren. Okay. Left side, clear on the left.
8 minutes 15.716. The next car's the leader. Car on your left, clear. Right side, clear on the right.
The lead is pitting now. Minute 13.181. Okay, you are the leader.
8 minutes 15.726. Tja, wie es immer so schön ist bei so einem Rennen, es passieren manchmal Dinge, die möchte man nicht. So jetzt auch uns passiert. Normalerweise sind wir eigentlich wirklich ein faires Team und sowas ist uns jetzt auch gar nicht recht, dass es passiert ist. Das war jetzt einfach verschätzt.
Wir haben in der ersten Runde natürlich jetzt schon den Führenden leider etwas abgedrängt und abgeschossen. Die stehen leider jetzt auch noch in der Box zur Reparatur. Wir haben uns jetzt schon über den Chat bei denen entschuldigt. Das sollte natürlich so nicht sein. Ist leider passiert, kommen wir jetzt nicht mehr drum rum. Müssen wir jetzt leider auch mit leben und ja auch hoffen natürlich, dass wir trotzdem jetzt fair weiterhin miteinander umgehen können und dass es da nicht irgendwann noch jetzt einen Revanchefall gibt, denn natürlich fährt da jetzt ein Team hinten dran und wir wissen selber, wie sowas ist, wenn man abgeschossen wird, das haben wir auch schon mitgemacht. Deswegen natürlich nicht die schönste Szene und ja, was soll man jetzt dazu sagen? Es ist passiert, man kann es nicht schönreden. Und wir fahren jetzt erst einmal auf jeden Fall weiter. Robert, der Hintermann kommt näher, lass ihn im Notfall passieren, halten wirst du ihn eh nicht können. Ja. Minute 13.343. Ich sehe es gerade, ja. Der Schutz natürlich sehr gefährlich.
Ich weiß jetzt auch nicht, wie man das am geschicktesten macht. Weil der hinten drückt natürlich auch noch. Right side, clear. Car on your left, clear. Go right. Wo ist der? Ah, gut. Möglich. Er ist jetzt fast eine Sekunde hinter mir. Ich war minimal schneller, also vielleicht kann ich mich aufsetzen. Also ich habe dem Team nochmal geschrieben, jetzt auch im privaten Kanal, dass es so aussehen würde, als ob sie jetzt gerade Revanche suchen und dass es keine Entschuldigung für das von vorher gibt, keine Frage, aber ich habe jetzt gerade reingeschrieben, danke fürs Fairbleiben. Ja, jetzt ist er noch weiter hinten. Ich denke, der kommt jetzt nicht mehr ran so schnell. Auf jeden Fall darauf achten. Es kann natürlich sein, dass der irgendwann noch später was versucht, wenn dann. Aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich nochmal ein bisschen beruhigen konnte durch diese Entschuldigung nochmal und auch dafür, dass ich gedankt habe, dass wir fair miteinander weiter umgehen. Ja. Also ich habe gesehen während dem Fahren, dass es Incident Points gibt. 240. Was in Verbindung mit den Off-Tracks, die man sammeln kann, gefährlich werden kann. Ja, genau. Ja, es sind 240 aufs Team bezogen. Das heißt 10 Stück pro Stunde. 5 hast du jetzt schon gesammelt. Die Frage ist, sollen wir beim Stop die kleineren Reparaturen machen lassen? Kommt drauf an, also ich würde sagen, wenn du einen Doppelstint fährst und es noch geht für dich und okay ist, kannst du selber entscheiden. Wenn, ich sag mal, bei Fahrerübergabe, dann würde ich es vielleicht machen, damit der nächste Fahrer das frische Auto hat. Ja, also momentan merke ich nichts. Und wenn wir nur von ein paar Sekunden sprechen, dann würde ich eh stehen bleiben noch. Aber wie gesagt, solange du weiterfährst, kannst du es frei entscheiden nach dem Stopp.
The next car's the leader. Zur Info, Auto Nummer 13 steht schon wieder an der Box, da muss es noch was passiert sein jetzt gerade eben. Okay, gut. Sollten die jetzt das Rennen irgendwann aufgeben, dann sind sie zumindest raus, aber naja, jetzt haben sie gar nichts mehr zu verlieren. Thank you.
So, wir sind mit dem Stream wieder zurück. Wir haben gerade beschlossen, dass wir den Stream abschalten werden, sobald der Streaming-Computer auf die Strecke geht. Einfach damit die Ressourcen am Computer nachher dann auch zu dem Fahrer zur Verfügung stehen. Das heißt, wir werden nach dem nächsten Stint von Robert einen Break haben von circa 2 Stunden. Dann wird nämlich hier der Streaming-Computer zum Fahren benutzt. Wie gesagt, geht aus Sicherheitsgründen, damit auch die Anwendung nicht abstürzt und solche Sachen. Deswegen müssen wir da leider einmal unterbrechen und eine Pause machen. Sobald dann wieder die anderen Fahrer das Steuer übernehmen, wird der Stream dann auch wieder gestartet. Denn lieber stürzt der Stream ab, während andere am Steuer sitzen. Alles klar. Tja, man muss parallel immer noch mit dem Fahrer natürlich sprechen, wenn man der Einzige gerade dabei ist. Ja, wie gesagt, der Stream, der ist jetzt nochmal ein Stint mit dabei. Robert fährt noch einen Stint weiter. Danach werde ich das Ganze übernehmen und dann den Stream für diese Zeit pausieren. Auch ich werde einen Doppelstint fahren. Das heißt, ich werde so in circa einer Stunde das Ganze übernehmen, also 17:30 Uhr. Und dann werden wir den Stream bis circa 19:30 Uhr offline schalten. Wir werden mal sehen, wie es weitergeht. Wie gesagt, wir haben gesehen, dass der Gegner, den wir in der ersten Runde ein bisschen unrühmlich da kontaktiert haben auf der Strecke, dass dieser zwar genau vor uns wieder auf die Strecke gekommen ist. Das roch so ein bisschen nach Revanche-Foul. Er hat es Gott sei Dank nicht getan. Wir haben uns auch dafür dann entsprechend bedankt. Und wir wissen auch, dass er nach uns wiederum relativ kurz danach, nach der Überrundung, wieder in der Box stand. Also nochmal zur Reparatur. Wahrscheinlich muss es mit weiteren Überrundungen dann nochmal zum Kontakt gekommen sein. Das ist Racing. Das ist, wie gesagt, uns gar nicht recht, wie das da gelaufen ist. Es ist leider jetzt passiert. Und wir danken dem Team, dass es fair umgegangen ist. Ja, und Robert, der freut sich hier jetzt gerade über die neuen frischen Reifen und wieder Grip auf der Strecke. Robert, ich bin noch mal ganz kurz weg vom Computer. Ich schalte das Discord auf stumm.
bin wieder da. Robert, hörst du mich? Ich höre dich, ja. Alles klar, danke. Also Reparaturzeit sind noch 30. Mike. Ja, okay. Ja, ich denke mal, ich So, und weiß er hat beim Reifenwechsel schon, glaube 5 bis 10 Sekunden davon noch schon mal weggemacht. Das heißt, denk mal so 20 Sekunden länger halt, aber das ist zu verschmerzen. nicht. Ja, alles klar, das machen wir mit. Ich habe gerade gesehen, ab Platz 26 hängen sie eine Runde zurück schon. Okay, you are the leader. Slow car ahead, car stopped ahead, car stopped ahead. Zur Info, Auto Nummer 13 ist nicht mehr im Rennen. Nicht mehr im Rennen. Nein, die haben das Auto zurückgezogen. Jawohl. Ich weiß Dann natürlich nicht, droht ob da schon sie. mal keine Gefahr mehr. Ja, man muss natürlich beobachten, nicht, dass die irgendwann später doch nochmal zum Ende reinkommen und meinen, sie müssten auf den Putz hauen dann. Aber für gewöhnlich, wenn du mal offline bist, bist du da hier raus. Ja. Und vor allem hätten sie es dann wahrscheinlich vorhin gemacht, die Chance. Ich gehe jetzt mal davon aus, ja. Die Schlitzaugen kommen immer näher, aber ich bin auf Motor Mapping 1. Die wahrscheinlich nicht. Ja, wie gesagt, wenn sie Druck machen, vorbeifahren lassen, wir sind erst in der zweiten Rennstunde, alles okay. Und davon abgesehen, du bist eh der schnellste Fahrer von uns allen, das geht nachher eh nochmal weiter nach hinten. Ja, das stimmt.
Ich würde da gar nicht mit groß Druck dann irgendwo dagegen halten, sondern wirklich gucken, ankommen Nee, und den. durchziehen. Ja, den lasse ich auf der Geraden vorbei. Machen wir uns sonst nur selber das Rennen schwer. Der kommt beim Bremsen brutal nahe. Zur Not durchlassen und ihn dann vielleicht so passieren lassen und hinten dranhängen. Es gibt eben doch noch Teams, die immer noch auf den alten BMW setzen. Haben die einen BMW, oder? Ja, der Z4. Ja, da hinten lasse ich ihn jetzt vorbei. Macht Sinn. Car right. Clear on the right. Weiterer Abstand nach hinten, 24 Sekunden auf P3. Ist jetzt aber vielleicht auch gerade interessant zu sehen, was das Mapping dann ausmacht. Ja, die letzte Runde hatte ich eine 8:16. Aber ich war diese Runde am Anfang auch gleich schnell, weil wie in der schnellsten Lauf fast. Also, das macht echt nicht viel aus.
Go left, go left. Interessante Technik zur Überrundung. Von dem Typ, oder? Ja. Der ist voll ins Gras gefahren, oder? Ja, hat er mal ausprobiert. Gut. Ah, siehst du, der zieht auf der Geraden hinten raus jetzt einfach ein bisschen ab und das macht das Motormapping aus. Na, jetzt kannst du sagen, er hat eine Lücke von 4 Sekunden zugefahren und wenn er die jetzt nochmal abhaut und du nach in der Box eine Minute stehst, dann weißt du, was es ausmacht. 8 Minute 16.6 ja. 8.6 The next car is the leader. Aber die Zeit holt man halt in den Kurs. Weil richtig wegziehen kann er auch nicht. Das ist richtig. Wichtig ist halt echt jetzt auf die Distanz sehen, dass wir wenig Incident Points holen. Ja, da muss man sauber bleiben. Ich sehe gerade, ich könnte übrigens auch im Notfall, wenn du mal die Hände nicht frei haben willst, dein Engine Mapping wieder verändern. Das passt. Car right, clear on the right. Eine Hand habe ich immer frei beim Fahren.
The next car's the leader. Arschloch, echt. Da muss man mal echt so aufpassen. Right. Vor allen Dingen sollte er mal kurz lupfen. Right. Genau. Jetzt ist schon weg. Ja. Dann zieht er vor mir noch rein. Aber lieber einmal mehr warten, als da irgendwie einen Crash zu machen. Richtig. You got a slow car on the right. Das war nichts. Right side. Clear. Wenigstens bin ich froh, dass ich mich nachher noch einmal akklimatisieren kann im Hellen. Ja, stimmt. Wenn du gleich im Dunkeln rein musst, dann Prost Mahlzeit. Aber man merkt jetzt schon mal, dass deutlich mehr Grip liegt, so langsam. Okay, das bringt ja auch einen Vorteil. Liebe Grüße an Ronald und Roland, die das nachher dann im Dunkeln direkt probieren dürfen. Eight minutes 19.297. Eins geht bei iRacing auf jeden Fall nie, man kommt nie ohne Bügelfalten durch. Ganz komisch ist der Sprunghügel. Ja, ich hatte das auch schon mal, dass sich auf den Curbs dann die Motorhaube verändert hat. Ich bin auf der Strecke geblieben, nur über den Sprunghügel ganz normal drüber und dann habe ich an der Motorhaube vorne eine Delle.
Car on your left. Clear. Danke. Also der Spritverbrauch ist jetzt wohl ein bisschen gesunken mit dem Mehrgrip. Irgendwie. Ja, aber du bist jetzt auf 3,0, also das geht sich dann ganz knapp aus. Ich weiß nicht, ob du nochmal ein bisschen Lift and Coast fahren willst, um noch die Sicherheit rauszuholen. Nee, ich bin jetzt auf 2. Achso, du hast das Mapping wieder erhöht. Ich habe das Mapping erhöht jetzt. Und okay. Ich habe jetzt 1 Liter Reserve schon mal drin. Okay. Also wahrscheinlich kann ich sogar bald auch freigehen. Ja, ich würde es jetzt nicht riskieren, weil sonst machst du es vielleicht dann doch jetzt kaputt. Ja, ich gucke jetzt mal, ich lasse es auf 2. Ich hab's ja im Blick. Weil du bist jetzt vor der hohen Rheinschikane schon auf 3,0 gewesen. Also das ist dann, du rollst dann eigentlich gerade noch so in die Box rein. Ich hatte an Start und Ziel hatte ich jetzt 1 Liter mehr Gewicht für 3 Runden noch. Okay, ja gut, ich sehe die Liter, achso, ich weiß nicht, wie viel Liter du auf eine Runde brauchst. Ich sehe hier nur die Estimated Laps. Okay. Dennoch würde ich jetzt auf jeden Fall dann auf dem Mapping bleiben, nicht, dass du jetzt dann irgendwo aus Versehen ein Stückchen drunter rutscht und dann alles schief geht. Ja, ich lasse es 2. You need to get out of the way, son.
Aber du siehst, mit Mapping 2 bin ich jetzt eine 8.13.8 gefahren, also knapp langsamer wie die beste Zeit bisher. Ja, weil du bist und nicht ich. Nee, aber vom Mapping her macht es dann echt nicht so Naja, viel aus. ich denke, ich Und werde die da auch. andere bin ich mit Mapping 1 gefahren. Ich denke, ich werde das dann auch probieren, weil ob ich jetzt dann nochmal ein bisschen mehr Zeit verliere und also dann gehe ich lieber auf Sprit sparen als auf Schnelligkeit, weil die Schnelligkeit, das, was du an den Tag legst, das schafft eh keiner von uns. Dann macht es dann Also vielleicht die Sinn. Sonne, die blendet jetzt manchmal an manchen Stellen schon vom Asphalt. Ach, dann freue ich mich jetzt, dass ich genau den Übergang erwische. Ja, nimm dir eine Sonnenbrille mit ans Rig. Scherzkeks. Aber lieber blendet mich die Sonne, als dass es nachher in der Nacht zu dunkel ist. Ich hoffe, dass ich jetzt nachher wenigstens ein bisschen mehr sehe, jetzt durch die veränderten Einstellungen. Ja. Und Vorteil ist, ich bin bis jetzt Nachtfahrten hier nur gefahren, als es noch draußen bei uns hell war. Das heißt, ich hatte das Wohnzimmer noch zu hell. Ach so, ja, das macht bestimmt auch noch ein bisschen vom Kontrast dann. Also ich schaue jetzt mal, wie es sich mit Mapping 2 verhält. Eventuell kannst du dann den Stint mit Mapping 2 komplett durchfahren. Ja, und im Notfall kann ich immer noch auf 1 gehen. Also wie gesagt, dadurch, dass wir alle langsamer sind als du, macht es vielleicht dann auch wirklich Sinn, dass wir das Mapping runternehmen und dann lieber auf Sprit sparen gehen, wenn wir sauber fahren. Weil die Ja, Zeit, die wir lieber auf das. sichere Runden, keine Crashs und Boxenstopps einsparen. Und Eben. dadurch kommen wir dann auf jeden Fall vor. Weil ich sag mal, mir fehlen ja im Schnitt irgendwo 7 bis 8 Sekunden auf deine Runde. Wenn ich dann die Runde mehr draufzähle mit 60 Sekunden Stopp, dann rechnet sich das schon eher, dann verliere ich deutlich weniger auf dich. Genau. Also so richtig wegziehen können die Schlitze nicht. Nee, das nicht. Ich mag diese knirschenden Geräusche nicht, wenn ich kurz weggucke. Ich habe gerade mein Meisterstück voll. Leck mich am Arsch. Wie ist es mit den Reifen nach einem vollen Turn? Also die letzten zwei, drei Runden merkt man, wie sie abbauen. Davor ist kein Problem. Okay.
car right. Stay on the left. Clear. Also du sparst auf jeden Fall noch Sprit, weil Estimated Laps ging jetzt auf Wert 2,0 wirklich ganz kurz vor der hohen Rheinschikane. Vorher war es noch kurz nach der Brücke. Ja. 8 Minute 14. Das müsste passen mit Mapping 2, dass ich so genau rauskomme mit einem Liter. Du weißt, wie viel Liter man auf eine Runde gerade braucht? 15 Liter. Also jetzt noch diese und noch eine Runde danach. Alles klar. Bist du nachher noch weiterhin dabei oder bist du weg? Ich bin dabei. Okay, du kannst ja ein bisschen Sprit und so weiter überwachen. Du weißt, du kannst die Boxen auch im Screen aufrufen über die Tasten F1 bis F8. Weil da kannst du dann alles genau sehen mit Abständen und auch mit Benzin und so weiter. Dann kannst du das ein bisschen mit überwachen. Okay, gut. Also jetzt merke ich ein bisschen, wie die Reifen leicht mehr abbauen, also ein bisschen mehr untersteuern. Aber es geht noch. Okay. Also, you got a slow car on the left. Ab Position 21 eine Runde Rückstand. The next car is the leader. Das Slow Car ist wohl der BMW. Ja, den haben wir doch vorhin schon mal gehabt. Ja, das ist der führende direkt. Ach so. Was macht der? Der hat einen Schaden, 100 Pro, der hat einen Schaden. Ja, der ist kaputt. Super, jetzt habe ich auch einen Schaden. Super, was war jetzt das? Der ist nach links gekommen. Untersteuern bekommen. Und ich bin links in die Mauer rein dann, oder in die Reifenstraße. Ja, scheiße, Mann, ich hätte noch warten müssen. Aber ich fahre zumindest mal noch geradeaus. Ja, Auto fühlt sich normal an der Lenkung. Der da rechts war, rechts hat gebremst. Und dann dachte ich, der lässt mich links vorbei und dann ist er irgendwie nach links rübergekommen. Naja. Aber ich merke so jetzt nichts, ich kann ganz normal. Aber war genau vorne am Eck in die Bande rein. Der hat auf jeden Fall einen Schaden. Ja. Ja, der kam. Ich muss sagen, linker Reifen sah richtig schlecht aus. Ich glaube auch, der kam ins Rutschen. Naja. Wahrscheinlich nur Blechschaden bei uns. Weil vom Fahrwerk und Lenkung merke ich nichts. Wobei, den Schaden hat er schon gehabt. Okay. Weil der ist da echt so rumgeeiert.
Ich habe die Szene, glaube ich, gerade gefunden. Eingang Hatzenbach, beziehungsweise später im Verlauf im Hatzenbach ist er auf die Wiese außen gekommen, dann hat das Auto Ja, verloren da und ist links links, ja. angeschlagen. Ja. Okay. Da hat er sich die Front ruiniert. Ich bin gerade auf der Wiederholung on board. Und danach scheint er nur noch am Eiern zu sein mit den Hinterreifen. Und dann komme ich. Genau, dann, wo es runter geht Richtung Quittelbacher Höhe, ist er dann nochmal auf die Wiese gekommen und ich sehe, dass auf jeden Fall sein Lenkrad krumm steht. Okay. Also hoch zum Flugplatz, da lenkt er schon nach rechts ein. Ja, und da war ich Dann, dann links und da ist er dann rübergekommen. genau, dann geht er vom Gas und ja, er kommt kurz davor schon ins Schleudern. Okay. Also er wollte es korrigieren und dann warst du aber schon auf der Außenseite, da gab es den Kontakt. Also ist passiert. Ja, so ein typisches iRacing Ja. Rennunfall halt. The lead is pitting now. Ich habe dadurch natürlich schön Incident gesammelt. Ja, und er hat gerade noch eine mitbekommen, weil hinten dran der überrundende Ferrari, dem ist er gerade auch nochmal vors Auto gefahren beim Korrigieren. Na toll. The lead is pitting now. 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 Du fährst The trotzdem noch lead eine is Runde, oder? pitting now. The Ja, lead is am pitting Auto now. her, vom Fahren her merke ich nichts. Fährt sich ganz normal wieder vor. Der Alles hat, klar. glaube ich, The lead richtig is Glück hier. pitting now. Weil Radaufhängung ist immer so eine Sache vorne an der Bremse. Aber ich glaube, es war kein kräftiger Bums. Ja, ich habe noch so weit wie möglich runterbremst. Okay, er hat auf jeden Fall The den. lead is pitting Okay, now. irgendwas. Ich glaube, er ist gerade in der Box zum Abschleppen. Weil er geht noch als Führender durch. Er hat auf jeden Fall den Drittplatzierten abgeschossen, weil das ist das Auto, was jetzt hinter dir in der Aufstellung fehlt. Bis es sich hier auf Start und Ziel aktualisiert, wirst du jetzt noch auf Platz 2 geführt und Platz 4 ist hinter dir mit 17 Sekunden Rückstand. Okay, also ich bin ja, habe jetzt durch den Vorfall 10 Sekunden verloren, diese Runde. Alles okay, solange du noch weiterfahren kannst. Aber ja. Dann wird hoffentlich die Reparatur auch nicht so schlimm sein von der Zeit her. Ja, vorne aufs Vorderrad nicht unterschätzen, das kann ganz schnell mal eine bis 2 Minuten sein. Aber ich würde es mitnehmen, weil, wie gesagt, frischer Fahrer, lieber frisches Auto. Ja. Und wie wir gerade gesehen haben, die Führenden müssen auch erstmal durchkommen. Genau. Also du kannst noch sagen, es war eigentlich noch Glück, dass er jetzt mit dem Heck ausgerutscht ist und sich an dir nur angelehnt hat. Wärst du hinten dran geblieben, hätte er sich vor dir gedreht und du hättest ihn schlimmer erwischt wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Oder ich hätte irgendwie blöd ausweichen müssen mit Bremsen und dann wäre ich selber richtig in die Mauer rein. Ja. Okay, jetzt wo du in die letzte Runde gehst, bin ich nochmal ganz kurz weg. Ich stecke mal mein Handy und noch so an den Strom ran für später und komme gleich wieder. Ja. Eight minute 25.887. You're back in the lead. Thank you.
So, wir befinden uns in der letzten Runde vor dem Fahrerwechsel. Das heißt, wir werden den Stream jetzt an dieser Stelle erst einmal unterbrechen, denn wie gesagt, der Streaming-Computer wird jetzt quasi zum Fahrzeug werden und wir möchten natürlich nicht riskieren, dass das Ganze irgendwann abstürzt, weil vielleicht irgendwo eine Überlast in der Rechenleistung dann auftritt. Wir sind keine standardmäßigen Streamer, wie es so viele tun, nicht Hobby oder nicht hauptsächlich mit dabei. Das heißt, wir haben keine separate Hardware dafür. Und so muss ein Rechner das Ganze tragen. Und natürlich, wir fahren hier online. Das heißt, iRacing muss das Ganze ja auch noch mittragen. Wir müssen die Internetleitung dafür haben, damit wir auch die Fahrzeuge der anderen immer sehen. Und um solchen Fehlerquellen aus dem Weg zu gehen, unterbrechen wir das jetzt insgesamt mal. Robert wird jetzt nachher in die Box kommen, das Fahrzeug übergeben. Es wird dann nochmal einen Doppelstint geben, das heißt circa 1 Stunde 10, ja 1 Stunde 5 pro Turn. Wir sind also in circa 2 Stunden 10 dann wieder online dabei. Dann geht das Ganze wieder weiter, denn lieber stürzt der Streaming-Computer ab, während die anderen fahren, als wie wenn der Fahrer selber drin sitzt. In diesem Hey, Douglas Sinne. Rice, learn how to drive, man. He gave you plenty of room to get around by. In diesem Sinne verabschieden wir uns jetzt erstmal und würden uns freuen, wenn wir The natürlich fucked nachher up thing wieder to do. ein paar Zuschauer mehr mit dazu bekommen. Vielen Dank für diejenigen, die jetzt schon mal mit dabei waren. Wir sehen uns dann, wie gesagt, in circa 2 Stunden, 2 Stunden 10, 2 Stunden 20 wieder. Hoffentlich geht es fehlerfrei weiter und es geht dann langsam auf die Dunkelheit zu. Die lange Nacht wird anstehen und bis dahin sage ich erstmal ciao, tschüss und bis später.